Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Among the Sleep. Wir sind zuletzt durch die lustige kleine Rutsche hinter diesem komischen Sumpfgelände. Und ich muss mal Teddy drücken, denn es ist hier so dunkel und ich muss Teddy drücken. In diese komische Röhre wieder rein und jetzt befinden wir uns offensichtlich im Kleiderschrank. So heißt übrigens auch dieses Kapitel, was wir jetzt anfangen. Es heißt The Closet. Wir wissen ja alle, der Closet ist der Schrank. Und hier hängen auch schon wieder diese Mäntel, die wir schon gesehen haben ganz am Anfang, als Teddy uns da reingelotst hat in den Kleiderschrank und meinte, das wäre sehr, sehr lustig, wenn wir uns da drin verstecken. Danke, Teddy. Auf jeden Fall, wobei ich mich die ganze Zeit frage, sehen die Mäntel wirklich so aus? Also hat die Familie immer nur diesen potthässlichen Mantel und davon gleich 80 Stück? Oder sieht das in der Fantasie des Kindes so aus? Man weiß es nicht und wir gehen einfach weiter. Was ist das hier? Ist das was, was man eigentlich nicht anfassen darf? Hört ihr das? Jetzt muss ich meinen Lautsprecher, mein Kopfhörer lauter drehen. Ich höre Schritte. Das ist jetzt aber ein bisschen unangenehm, oder? Ach so, ist es dunkel geworden, weil ich... Okay. Ach, guck mal. Hier können wir uns eine hübsche Zeichnung ansehen. Mal wieder. Sollen das Handtaschen sein? Und hier ist so ein komisches, großes Ding. Ich habe keine Ahnung. So, wir laufen weiter. Ein roter Vorhang. Ja, ist klar, ne? Was ist das hier? Nix. Okay, wir müssen hier offensichtlich runter, obwohl mir das schon vom Ansehen her irgendwie gar nicht gefällt. Können wir vielleicht die Schublade rausziehen, damit wir etwas... Nein, Teddy, mach keinen Mist. Ich wollte gerade sagen, damit uns das etwas auffängt. Oh, hier ist wieder Bumpity Boo in einer merkwürdigen Version erneut. Ah, ich dachte, hier können wir offen machen und dann ist da ein totes Tier drin oder so. Nein. Mir ist übrigens aufgefallen, dass in der letzten Aufnahme das Mikro etwas übersteuert hat. Ich habe das jetzt ein bisschen den Pegel runtergedreht. Ich hoffe, das ist jetzt nicht mehr so. Wie gesagt, neues Mikro muss ich erst einstimmen. Mein altes Headset, also mein normales Headset, hat übrigens gefaucht, als das Mikro kam. Ist auf die Fensterbank gesprungen und hat ganz dort gefaucht. Und wir werfen jetzt endlich den 3-Punkte-Wurf, den wir schon immer haben wollten. Los, Dreier! Naja, fast. Teddy, hör auf zu heulen. Das passiert dir doch andauernd und da stehst du doch voll drauf, wenn wir dich ein bisschen würgen. Okay, hier unten scheint nichts weiter zu sein. Das Gute ist, dass Teddy so eine unendliche Lichtquelle zu sein scheint, die wir immer wieder drücken können. Und wenn ihr mal seht, wir klettern auf Umzugskartons und, anderen schönen Sachen rum. Und so soll es sein. Und Teddy stöhnt, wenn wir ihn drücken. Was eine Potsau. So. Dann gehen wir doch mal todesmutig hier hoch. Ja, es ist tatsächlich so eine Art Schrankwelt. Oder Lagerwelt, keine Ahnung. Ah, wir kommen hier hoch. Ich wollte gerade sagen, wieso komme ich hier nicht hoch? Und das Kind drückt den Teddy schon ganz automatisch. Das finde ich doch sehr, sehr gut. Da muss ich ihn gar nicht mehr von mir aus drangsalieren. Obwohl ich das natürlich sehr gerne tun würde. Müssen wir das hier rauslassen? So, was passiert denn jetzt? Was ist denn da drin? Ich schließe mal die Tür hinter mir. Wenn ich das hier noch runterklatsche. Das Talent habe ich doch auch noch. Wollen wir wetten, ey? Kannst du hier nicht hoch, Mäuschen? Hm? Ja, klar kannst du da hoch. Du bist doch das agile Baby. Oh, okay. Das zieht sich wieder ein. Und zieht sich wieder aus. Genau wie ich jeden Morgen. So. Okay, und hier ist wieder so eine Flasche, die aussieht wie eine Schnapsflasche. Ich kann mir nicht helfen. Ich glaube, hier geht es. Oder das ist Worcestersoße, oder wie das heißt. Ich war's nicht. Ehrlich nicht. Ich habe die Schnapsflasche nicht runtergeschmissen, war ich nicht. Komm, Mäuschen, komm, Mäuschen, rennen, rennen, rennen. Bisschen schneller. Bisschen schneller laufen.
Wow! Das wäre fast schief gegangen. Und ihr habt da gehört, unser Baby hat geschrien. Und wieso es jetzt schon wieder so ein bisschen laggt, weiß ich nicht, aber wir speichern zwischen und das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Hätten wir auch da drüben lang gehen können? Übrigens, wohl bemerkt, die sind überall so eine schwarzen, komischen Schmierspuren. Hat hier Fati das Motoröl ausgekippt? Ein Autoreifen ist da, anzunehmen wär's. Aber wir bahnen uns doch mal den Weg weiter. Ach, gucke mal. Komm, mach auf. Mach das auf. Komm. Zieh das weg. Ach Mensch. Ich will da reingucken. Was ist denn da drin? Ach, da sind Würfel drin und wir kommen nicht ran. Da ist unser Spielzeug drin und wir kommen nicht ran. Das ist ja eine Frechheit. So, eine Lampe. Oh, hier gibt es im Grunde so viel zu entdecken. Guckt mal hier. Mutter, Vater und ein Baby. Wieso ist das Baby schwarz? Haben sie das aus Afrika adoptiert? Hm, man weiß es nicht. So. Das hätte ich aber echt ein bisschen anders dargestellt. Aber was soll's. So. Nee? Ach, wenn ich Tätti nochmal drücke, dann ist da nochmal, ich finde das hier doch ein bisschen creepy. Was? Hallo? Unsere Spieluhr. Oh, unsere Spieluhr. Und was habe ich jetzt gemacht? Die spielt ja gar nicht. Seht ihr, selbst die Spieluhr hat keinen Bock mehr auf den Scheiß hier und sagt, den Dreck kannst du alleine machen, ich spiele nicht mehr. Liegt da? Ach nee, es sind Stiefel. War das gerade das Geräusch? Ich finde es jetzt doch ein bisschen unheimlich. Hier ist noch ein Fenster, was wir aufmachen können. Warte mal. Nee. So. Tätti? Das sieht jetzt aus wie der Vater, oder? Und das hier, soll das die Mutter sein? Der Vater schubst die Mutter und die Mutter greift das Kind an? Ja, die Familie hat doch mehr Probleme, als wir alle angenommen haben am Anfang. Was? Und man hört ihr das Flaschenklirren? Ich hoffe, ihr hört das, weil ich die Sounds nicht ganz so laut habe. Renne! Alter! Alter! Okay. Was zum Teufel war das denn? Hey, an der Tür ist auch was dran. Oder auch nicht. Oh. Boah, habt ihr das gesehen, ey? Oh, meine Güte. Das war wie die Olle, bloß ein Mantel. War das nicht einer von diesen Mänteln? Kann sein, dass uns jetzt nicht die Mutter, sondern der Vater auf den Fersen sein soll? Oh, nee, Leute. Okay. Okay. Oh, eine Staffelei. Nein. Ach, hat sich da wieder jetzt ein Bild aufgelöst? Nö. Gibt's hier nicht diese Zauberbildchen? Okay. Gehen wir mal hier rein. Komm, geh da rein, Mäuschen. So. Ja, das ist auch sehr schnell erklärt. Das ist ein Monster mit Tod und Verderben und Tod und Buntstifte. Supi. Finde ich doch total dufte. Das sieht fast schon aus wie eine normale Tür. Aber auch nur fast. Oh, aber hier... Aha. Okay. Ich wollte gerade sagen, hier scheinen wir weiterzukommen, aber wir wollen ja noch ein bisschen erkunden. Obwohl ich mich gerade ernsthaft frage, ob ich das wirklich möchte.
Okay. 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 Ich bin hier in meinem Kabuff und du kannst mir nichts tun. Aktenordner. Sehr, sehr viele Aktenordner. Oh, und eine Melone. Und sehr viele Aktenordner. Und eine Gitarre. Und ein bisschen kreativ. Also ein bisschen kreativ, ne? Die Staffelei und die Gitarre. Oh, die Sounds sind übel, ey, ganz ehrlich. Okay, da ist nix. Da hinten ist jetzt ein blaues, dämonenhaftes Todeslicht, das ich besser gar nicht wissen will, was es ist. Ach, warte mal. Hä? Moment, da müssen wir nochmal einen Schritt zurück und uns das Bild nochmal ansehen. Das hat sich jetzt nämlich verändert, ihr habt das gesehen. Und hier keucht irgendwo was. Okay, eine Flasche. Aus der... Ach, aus der Tür kommt eine schwarze Hand und nimmt sich die Flasche. Und... Hä? Der Gang ist leer, oder... Hä? Eieieiei. Ich glaube, das trieselt sich hier immer mehr auf, was hier eigentlich passiert ist in dieser Familie, was hier nicht so ganz richtig läuft. Und ich kriege immer mehr Vermutungen, was es ist. Ich glaube, wir sind jetzt wirklich in einem Bereich, die den Vater symbolisieren soll. Bin ich der Meinung, wirklich. Und vielleicht die ganzen Aktenordner, dass der vielleicht nur gearbeitet hat und die Mutter ein bisschen alleine gelassen. Alter! 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 Okay. Ich bin aber auch schreckhaft. Meine Güte. Meine Güte. Entschuldigung. Die Mutter vielleicht alleine gelassen hat und die säuft. Und dann haben die sich getrennt deswegen oder so. Also so langsam kann man, oder eigentlich schon ziemlich schnell erraten, was hier eigentlich passiert ist. Und wir sind, oh nee. Und wir speichern auch noch zwischen, finde ich geil. Ist das hier nicht die grüne Klappe, wo die Hand rauskam? Okay. Jetzt müsst ihr uns von hinten greifen und reinziehen. Oha. Und guckt mal hier, vor allen Dingen. Hier ist wieder jemand, der traurig ist. Ich weiß nicht, ob wir das sein sollen. Oder irgendwer anders. Ich weiß es nicht. Boah, diese Geräusche. Die Geräuschkulisse hier ist wirklich sehr, sehr gut. Übrigens hoffe ich, dass ihr mein kleines Düsentriebwerk nicht so genau hört. Ich sitze schon wieder sehr weit weg. Und ja, ich hoffe, das ist nicht so laut. Ihr wisst ja, der Laptop und so weiter. Habe ich letztes Mal erklärt. Aber ich habe gehört, so schlimm ist es nicht. Also bin ich da schon mal zufrieden. Boah, das ist fies hier. Ja, ist klar. Die Mäntel bewegen sich, obwohl hier gar keiner ist. Hier ist niemand. Die bewegen sich nur in deiner Fantasie, Mäuschen. Und in meiner Fantasie. Und in Teddys Fantasie. Und hinten ist ein dämonisch rotes Licht, was uns den Tod bringen wird. Aber da wir so cool sind, okay, hier ist ein Zettel. Gucken wir uns ein paar schöne Bilder an. Boah, also da braucht man ganz viel Fantasie, ey. Wenn ich mal Kinder habe und die mir sowas malen, oder... Nein. Dann kommen sie auf die Sonderschule. Nein, Quatsch. Was? Was? Okay, hier spricht wer. Es könnte unsere Mutter sein. Also ich finde sowieso, die Mäntel sehen teilweise aus wie für Herren. Die Schuhe, ich weiß nicht, tragen Männer so eine Stiefel? Ich bin mir nicht sicher. Aber die Melone ist definitiv, denke ich, ein Herren... ein Symbol für den Mann. Also für ein männliches Kleidungsstück. Hier ist nochmal so ein hübscher Pumpfleck. Wieso müssen wir immer diesen ekligen, creepigen Spuren folgen? Wieso können wir nicht einfach dahin gehen, wo es schön und hell und angenehm ist? Können wir unten lang kriechen? Ja, na toll. Das sieht ja gerade aus wie eine Leiche, ey. Oh, Leute! Okay.
Oh, scheiße. Okay, müssen wir hier runter? Mal an da auf den Wäschesack hopsen, hm? Moment mal. Verdreckte Strampleranzüge. Haben die auch diese komischen schwarzen Spuren? Wurden wir in Fischöl getränkt? Oder was soll das sein? Oder Teeröl? Hat Papi uns mit Farbe vollgekleistert? Das finde ich nicht in Ordnung. Sollen wir runterspringen? Kriegen wir da nicht Schaden? Naja, YOLO. Und wir speichern zwischen. Boah, ist das fies hier. Ah, hier, und Baseball und ein Fußball. Na gut, Bälle kamen schon vorher vor. Obwohl, nee, in der Form nicht, ne? Ach, guck mal hier, eine Spielkarte, eine Rolle Garn, Baseball. Aber alles hat diese, guck mal, diese schmattigen Kleckse. Nicht sehr schön. Wenn du ein Objekt hältst, kannst du es mit Right Mouse Button werfen. Ach, müssen wir irgendein Rätsel lösen? Ah, cool. Hier lernen wir unsere ersten großen... Ah, hier! In die Mitte! Nein, ich will die Mitte treffen. Come on. Hallo, war doch voll die Mitte. Was wollt ihr denn? Ach so, ist verschlossen. Ah, warte mal. Müssen wir da oben treffen? Dann nehmen wir uns doch mal den gelben Ball und gezielt und... Ja, was? Wieso nicht? Ich hab doch wunderbar geworfen und... Jawohl! Ha, ha, ha. Was? Wo? Da war's schon wieder. Alter Schwede. Vorhin müssen wir jetzt dahin. Wir müssen ja hier lang und der ist gerade lang gegangen. Och nee. Das mag ich jetzt aber nicht. Aber das Kind hier hat ja echt eine blühende Fantasie, nicht? Oder wir wachen auf. Und es ist gar kein Traum. Es ist eine bittere Realität. Und hier sind jetzt wieder diese Matschespuren. Und wir haben unsere Mama. Hier sind jetzt wieder Spuren für unsere Mama. Das war auch mit dieser komischen Frau. Also ich glaube, die Frau ist eine Assoziation für unsere Mutti. So ein Bild dafür. Und das hier soll jetzt unseren Vater darstellen. Und jetzt kommen wir vielleicht den Familienkonflikten ein wenig näher, die hier in dieser Familie eindeutig vorherrschen. Hier, ihr seht's. Hier wieder die Mutter. Und die Spur da, die könnte vom Vater sein. Wobei ich mich immer noch frage, wieso der Vater durch so eine eklige schwarze Spur dargestellt wird und die Mutter durch so eine komische weiße. Okay, wir müssen das nächste Symbol finden, was eindeutig da oben ist. Oh, ich will ihn nicht nochmal sehen. Oh. Das ist fies. Komm, Baby, red mal, lauf mal. Was? Was? Teddy, halt die Klappe, um Himmels Willen. Okay, lass uns hier hochgehen. Auf dem Zwischengeschoss kann er uns nichts tun. Teddy? Hier waren wir doch. Ha. Ah. Sogar die Framerate sagt schon, nee, keine Lust mehr. Hilfe. Okay. Okay, wir krabbeln mal, damit wir einfach ein bisschen schneller unterwegs sind. Können wir unter diese Kommode? Und wupp. Nein, können wir nicht. Unser Babyschädel verhindert es. Hoffentlich ist die Fontanelle schon zu. Wenn wir da volle Möhre gegenratzen. Können wir hier hochklettern? Können wir da hochklettern? Was? Boah, vor allen Dingen, hier gibt es aber auch so viele Geräusche. Wenn ich auf alles hören würde, ich würde ja paranoid wirken. Oder werden. Hier jetzt aber unser großer Punktewurf. Los rüber. Komm bei, geh vor und sag mir, ob es sicher ist. Man hört gar keinen Aufprall. Ach doch, da. Ist es sicher? Ja, ja. Glaubt er doch selber nicht. So, jetzt sind wir den Ball endlich losgeworden.
Hier können wir auch nicht lang. Das sieht aus wie so ein alter, brüchiger Dachboden oder wo wir jetzt hier sind. Irgendwie so. Come on, irgendwer, ich glaube die Mutter soll das wieder sein. Ist traurig und weint. Ich glaube eher ja, irgendwie so der Mann so in Arbeit, die Frau so dem Fusel. Und dann haben die sich getrennt. Aber erstmal gab es richtig schön Krach, wie sich das gehört. Oh Gott, sollen wir da etwa lang balancieren? Oh. Oder der Vater wollte seine Träume von Musikkarrieren verfolgen. Ich springe jetzt hier einfach. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist, aber wir müssen es ja versuchen. Oh, war richtig. Cool. Hoffentlich kommen wir hier hoch. Ja, kommen wir. Sehr gut. Unser agiles... Alter, die Klappe, Teddy. Ey, ich erschreck mich mehr, wenn du irgendwas sagst, als alles andere irgendwie. Ey, hör auf. So, hier, wir müssen das wieder wegschieben, nehme ich mal an. Okay. Was hat uns das jetzt gebracht, wenn ich mal ganz vorsichtig fragen darf? Müssen wir hier vielleicht rauf und dann da hinten lang? Oder hier runter und dann da weiter? Ah, ich glaube hier runter und dann da weiter. Okay. Boah, ich habe irgendwie Schiss, dass wir hier runterfallen. Und ich glaube, wir sind falsch. Ja, man muss alles mal ausprobieren, ne? Was war denn das jetzt für eine komische Kameraeinstellung? Naja, gut. Okay, die Akten. Teddy, dann gib mal alles, ne? Und jetzt? Oder müssen wir, haben wir jetzt irgendwas damit erreicht, dass wir jetzt zurück können und dann einen Steak haben? Also nicht das gute Steak, was man essen kann, sondern einen Steak. Mit Gü. So. Okay, dann Punktlandung. Teddy. Setz du dich nach unten, damit wir heil landen. Ah! Wo denn? Alter! Alter! Wo denn? Mensch, wenn ich schon erschreckt werde, dann will ich wenigstens auch ganz genau alles sehen. Aber wahrscheinlich hat Papi das nicht gern, wenn wir an seine Sachen gehen. So, so. So, so, so. Ach, hier hoch können wir, wa? Warte mal. So. Und dann vielleicht hier rüber. Jawohl. Und jetzt hier hoch. Oh ja. Und dann hier hoch. Sehr schön. Sehr schön, Baby. Schade, dass man ihren Namen nicht erfährt. Guck mal, und hier ist unser Sternchen. Mit Sternchen. Damit wir auch in die Tür da hinten rein können. Also in die, nicht hier hinten, sondern... Und wir speichern... Ist das nicht unser Stern? Können wir den nicht nehmen? Boah, ist das fies, ey. Ah. Und wir haben vor allen Dingen zwischengespeichert. Ah, ich muss auch den Part beenden. Schon wieder über Länge. dann würde ich sagen, was sich hinter dieser Tür verbirgt, das erfahrt ihr und das erfahre ich erst in der nächsten Folge. Ach, scheiß drauf, wir gucken noch schnell. Jetzt will ich es aber auch wissen. Ich kann heute nichts weiter mehr aufnehmen, ich habe nicht so viel Zeit. Das ist jetzt aber doch ein bisschen unbefriedigend. Okay. Kann ich... Ich will den Stern haben. Teddy, du besorgst mir jetzt den Stern, ansonsten sind wir keine Freunde mehr. Naja gut, mal sehen, ob Teddy das machen wird. Das erfahren wir in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.